Hi und hallo, willkommen der Männerhöhle, Zeit für ein neues Video und schön, dass du wieder reingeklickt hast. Ja, jetzt haben wir wieder so ein Projekt nach dem Motto, was fürs Herz. Ich habe mich schon eine ganze Weile drauf gefreut. Und was der Uli vom Kanal Ulis Blickwinkel und die Firma Canon, Canon Deutschland, die Drucker, ihr kennt die, was sie damit zu tun haben, das erzähle ich dir jetzt sofort. Hey, ich grüße dich und schön, dass du da bist zu diesem neuen Video hier auf dem Kanal Männerhöhle. Ich bin Andreas und ja, jetzt haben wir wieder so ein Projekt fürs Herz. Also ich freue mich auf jeden Fall total darauf und konnte es auch kaum erwarten, loszulegen. Und ich habe ja eingangs schon angedeutet, der Uli, der steckt da auch wieder mit drin, beziehungsweise der hat sich wieder was Tolles einfallen lassen. Ja, jetzt haben wir eine super Aktion in Verbindung mit Canon Deutschland und zwar für Kindertagesstätten oder für Kindergärten. Also mega toll, ich finde das immer super sowas. Ja, da sind wieder fünf YouTuber zusammengekommen. Das ist einmal der Uli natürlich vom Kanal Ulis Blickwinkel, dann haben wir den Daniel vom Kanal Basteltown, der Lutz vom Kanal Geiver ist am Start. Der Martin vom Kanal Kleinholz, ja, und ich als Fünfter im Bunde, ich darf auch mitmischen. Heißt also, jeder von uns hat sich da so eine Kita ausgesucht, hier im Wohnort oder in der näheren Umgebung. Ja, jetzt ist natürlich nur die Frage, was steckt denn jetzt alles dahinter? Was machen wir eigentlich und was hat Canon damit zu tun? Ja, und hier steht das gute Stück, der Hauptdarsteller des Videos sozusagen, ein Drucker der Firma Canon, und zwar der Pixma G650. Und der hat hier noch so einen Zusatz bei, da steht nämlich Megatank. Ja, und das macht diesen Drucker zu etwas ganz Besonderem. Also diese ganz normalen, gewöhnlichen Dinge, die so ein normaler Drucker können muss, die kann der natürlich auch alles. Vor allem eignet sich dieser Drucker aber zum Fotodruck. Ja, und da kommt dieses Megatank ins Spiel. Nämlich hat man hier nicht wie bei normalen Druckern diese Farbpatronen, die man da reinklemmt, sondern man hat sechs Farbtanks, die man hier mit diesen Flaschen befüllt. Und das sorgt dafür, dass diese Bilder ganz besonders toll werden, denn ein normaler Drucker greift irgendwie auf vier Farben zurück und hier sind es dann schon sechs Farben. Und wenn man das auf dem entsprechenden Fotopapier noch ausdruckt, ja, dann hat man eine ganz tolle Qualität. Und das alles dann zu Hause bzw. in der Kindertagesstätte. Ja, denn dieses gute Stück, das soll jetzt an die Kita gehen. In der Kita werden ganz oft Fotos von Kindern angefertigt. Zu den unterschiedlichsten Anlässen. Sei es nun irgendwie eine Party, eine Fete, irgendeine Veranstaltung, die da stattfindet. Aber auch, wenn zum Beispiel die Eltern nicht glauben wollen, dass es den Kids gut geht. Denn bei meiner Tochter, da war es so, die hat immer bitterlich geweint, wenn wir die an der Tür verabschiedet haben. Und ich habe mir den ganzen Tag Gedanken gemacht, wie es ihr denn nun gehen wird. Ja, die Erzieherin sagen mir dann im Nachgang, du, hör mal, alles in Ordnung. Die hat 2 Minuten später schon wieder gespielt und gelacht und da war die Welt wieder in Ordnung. Und das, ja, kann man den Eltern dann ganz gut zeigen, wenn man nämlich dann mal eben ein Foto ausdruckt vom gleichen Tag. Deswegen, dieses Teil geht von der Firma Canon an die Kita. Nicht nur das, sondern auch noch jede Menge Zubehör, dass die erstmal, weiß ich nicht, wie viele 100 Bilder drucken können. Ich blende mal einen kleinen Clip ein, was noch alles mit dazugehört. So, gucken wir uns das gute Stück einmal ganz kurz an. Denn ich muss nachher dafür ein Möbel bauen, wo der Drucker seinen Platz findet, wo auch das Zubehör untergebracht werden kann. Und da ist es ja dann ganz gut zu wissen, wie groß das Teil eigentlich ist und wie viel ja, Platz der beansprucht. Ich mach das einfach mal auf Lesen, nie eine Bedienungsanleitung. Ja, hier haben wir nämlich diese einzelnen Tanks, die man dann befüllen kann. Man macht hier die Klappe einfach auf. Und das Schöne ist, diese Flächen, diese Tintenflächen, die man hat, die steckt man hier drauf und es wird nicht gekleckert oder sowas, weil man steckt die wirklich da drauf, dann öffnet sich das, läuft hier restlos hinein. Und man schlabbert nicht oder man versaut sich nicht irgendwas. Ja, so sieht der Drucker jetzt aus. Und ich würde sagen, bevor wir noch mehr Worte verlieren, fange ich jetzt mal an und baue den Schrank. Ich habe mir ein bisschen Buchenleimholz besorgt. Ich möchte Schubladenfronten aus beschichteter Spanplatte machen, denn da kommen dann nachher noch Aufkleber drauf. Aber bevor ich jetzt zu viele Worte verliere, legen wir direkt los. Thank you.
So, jetzt ist schon mal der Korpus fertig und ich muss sagen, das Ding ist insgesamt mit Rollen größer, als ich mir das so vorgestellt habe. Also ich habe mir natürlich einen groben Plan vorab gemacht. Ich habe den Korpus ganz einfach verschraubt. Ich habe lange überlegt, ob ich das jetzt mit Flachdübel machen soll, verleimen, ob ich da irgendwelche anderen speziellen Dinge machen soll. Aber ja, ich denke, es geht hier vor allem darum, dass das Ding zweckmäßig ist. Ich habe hinten dann die Rückwand eingelassen. Dafür habe ich dann mit der Tischkreissäge vorher eine Nut reingeschnitten. Ja, die Rollen darunter sollen dann nachher die Möglichkeit geben, das Teil auch mal zu verschieben. Jetzt wird der ein oder andere sagen, hey, Moment, du willst doch hier noch was reinbauen. Das ist doch besser, wenn man das vorher macht, zum Beispiel Schubladenauszüge anbringt. Ja, grundsätzlich vollkommen richtig. Ich muss allerdings dazu sagen, ich bin mir hier noch nicht so ganz 1000%ig schlüssig, wie ich das Ganze machen will. Ja, jedenfalls beginne ich jetzt mal mit der Einteilung. Hier unten soll eine breite Schublade hin, hier oben dann 8 kleine. Warum 8 kleine, erzähle ich dir gleich. Und ganz oben soll dann der Drucker stehen, der dann auch auf einer ausziehbaren Möglichkeit steht, damit das komfortabler ist, damit man da drankommt. Ja, Schubladenauszüge habe ich schon bestellt. Und zwar einige. Ich habe also eine ganze Menge vor. Bin noch guter Dinge. Also weiter geht's. So, also die Einteilung bzw. die Mittelwand ist jetzt drin. Nochmal ein kurzes Update. Das ist gar nicht so einfach, weil man muss natürlich darauf achten, dass das nachher auch alles einigermaßen winklig ist. Man möchte ja, dass die Schubladen, die nachher reinkommen, auch gut laufen. Dass man möglichst alles mit einer Einstellung machen kann. Also nicht jede Schublade einzeln ausmessen muss. Ich glaube, das ist so einigermaßen okay. Jetzt machen wir ein bisschen weiter. Jetzt geht es um die Schubladen, die kommen dann da rein. Nachher kommen die Blenden noch davor. Und kurz vor der endgültigen Fertigstellung hören wir uns dann nochmal. Vielleicht passiert hier nochmal was anderes. Ich bin am Überlegen, ob ich sie oben noch anschrägen soll. Aber das gucken wir mal. Die Zeit läuft. Weiter geht's.
So, ich hoffe, ich konnte die letzten Arbeitsschritte einigermaßen gut im Video zeigen, denn hier ist ein bisschen die Torschlusspanik ausgebrochen. Also der Frank war ja da von Franks Holzwerkstatt, der hat ein bisschen unterstützt. Meine Freundin ist gerade fleißig und hilft mir hier mit, dass wir fertig werden, denn morgen früh ist der Abgabetermin und puh, es wird auf jeden Fall jetzt nochmal ein Endspurt. Wir haben schon nach 10 und müssen das ganze Ding jetzt noch ölen und fertig machen. Ihr habt gerade noch gesehen, wir haben so Aufkleber auf die Schubladen aufgeklebt, denn jede Gruppe hat auch ein eigenes Logo. Da gibt es die rote Gruppe, die pinke Gruppe, die kleinen Sterne, was weiß ich was alles. Das heißen diese Gruppen und die finden sich jetzt hier wieder. Genau, hier oben findet der Drucker nachher seinen Platz. Ja, der Drucker ist ja tatsächlich eines dieser Werkzeuge, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber wenn ich überlege, wie viele Schablonen ich mir schon ausgedruckt habe, wie viele Baupläne ich mit einem Drucker schon gemacht habe, also eigentlich müsste ich mir den Drucker mit zu meinen anderen Werkzeugen hier in die Werkstatt stellen. Es gibt auch Drucker, die direkt auf Holz drucken können und wie auch immer. Also super coole Geschichten. Und ja, dieser Drucker jetzt hier, der Fotodrucker, der geht dann an die Kita. Da freue ich mich jetzt echt schon drauf. Aber jetzt geben wir nochmal ein bisschen Gas und wir sehen uns dann nachher zur Übergabe wieder. Für mich morgen, für euch in wenigen Sekunden. Ja, wir sind angekommen hier in Dormagen-Rheinfeld in der Kita Farbenplanet und bei mir stehen die beiden Verantwortlichen für die Einrichtung. Da haben wir die Frau Preisler und die Frau Heinzen. Und ich würde sagen, dann erzählen Sie doch mal so in ganz kurzen Sätzen ein bisschen was zur Kita. Ja, genau. Wir sind nicht nur eine Kita, sondern auch seit letztem Jahr ein Familienzentrum. Und unser Träger ist die Stadt Dormagen und wir sind eine achtgruppige Einrichtung. Okay, und wie viele Kinder betreuen Sie hier Tag für Tag? Circa 160 Kinder. 160 Kinder, also eine ganze Menge. Okay, und jetzt sind wir hier mit dem Drucker und den haben wir dabei. Wir haben uns den gerade schon mal so ein bisschen angeschaut. Ich habe hier oben die Schublade eingeplant, dass man es rausziehen kann. Hoppala, der Kabel ist dran, das passt da nicht. Aber man kann den sonst rausziehen und die Farbe einfüllen und die Papiere vor allem. Aber jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, was hat es denn jetzt hier mit den Symbolen auf sich? Und da können Sie ja vielleicht auch noch mal was zu sagen. Genau. Hier können Sie die Symbole der Gruppen erkennen. Und zwar, wir waren früher eine zweigruppige Einrichtung. Und hier sieht man einmal die Planeten und die Farben, die zusammengefügt wurden. Und zwar hier ist die Mondgruppe, die Sonnengruppe, die grüne Gruppe, die Sterngruppe, die pinke Gruppe, die gelbe Gruppe, die kleine Sterngruppe und die rote Gruppe. Und der Gedanke war jetzt der, dass man die Fotos entsprechend in die Fächer einsortieren kann. Bei 160 Kindern wird es dann schon mal unübersichtlich und so kann man zu jeder Gruppe die Fotos dann hier reinpacken und ja, ich glaube, das ist eine ganz schöne Idee. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Wir gucken uns den Drucker jetzt nochmal im Genauen an. Und ja, wenn du auch ein Projekt mit einem Drucker hast, ein Werkzeug, was man ja oft unterschätzt in der Werkstatt, dann würde ich mich freuen, wenn du es mir in den Kommentaren mal so ein bisschen erzählst und ein bisschen darüber berichtest. Und wenn du selber in einer Kita arbeitest oder eine Kita leitest oder jemanden kennst, dann schau mal bitte unten in der Videobeschreibung. Da habe ich dir nämlich einen Link reingepackt von der Firma Canon. Die haben so ein Bildungsprogramm und dann habt ihr vielleicht vor Ort auch die Möglichkeit, so wie jetzt demnächst hier in Rheinfeld, dass man dann die Bilder direkt vor Ort drucken kann. Ja, dann würde ich sagen, war es das von mir bzw. von uns. Und wir sagen Dankeschön. Vielen Dank für das tolle Projekt und den Drucker und den tollen Schrank, der selbst gebaut ist. Ja, vielen Dank nochmal. Genau. 100% handmade, mit kleinen Schönheitsfehlern, aber so ist das nun mal. Gut, dann war es das für dieses Video. Achso, wenn du es noch nicht getan hast, ruhig den Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Video wieder. Und das war es jetzt endgültig. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.